K-Pop Koreanisch, herzlich willkommen, Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ja, wir haben jetzt die 100. Ausgabe. Das sollten wir aber feiern, oder? Ja, das ist ja toll. Ich kann es kaum glauben, dass wir schon 100-mal koreanische Ausdrücke vorgestellt haben. Feiern wir doch am besten draußen. Es ist Herbst und das Wetter ist einfach sehr schön. Aber zuerst der Ausdruck. Heute wird uns Chunghyung von DKZ einen guten Ausdruck vorstellen. Hier kommt er gleich. Das ist aber ein guter Ausdruck und passend zum jetzigen Wetter in Korea, finde ich. Da hat uns Chungnyeong wirklich einen sehr nützlichen Ausdruck ausgesucht. Den Grund hört ihr dann von Chungnyeong selbst. 오늘 제가 여러분들한테 알려드릴 단어는요, 날씨가 좋아요입니다. 그 이유는 사랑도둑을 듣기 좋은 날씨이기 때문이죠. Ja, derzeit haben wir definitiv schönes Wetter. Das habe ich ja schon eingangs bekräftigt. Denn der Sommer war ja sehr lang und besonders sehr heiß. Da habe ich mich richtig auf den Herbst gefreut. Genau, 날씨가 좋아요. Das Wetter ist schön. 날씨 ist ein Nomen mit der Bedeutung Wetter. Dann wollen wir doch herausfinden, wie man verschiedene Wetterlagen auf Koreanisch beschreiben kann. Zuerst gibt es Malgajo, es ist klar. Wenn die Sonne scheint, keine Wolken zu sehen sind, kann man sagen Malgajo. Schön wäre es, wenn wir immer schönes Wetter, sonniges Wetter hätten, aber manchmal regnet es und dann sagt man Biga wayo, es regnet. Eigentlich kann ich es kaum erwarten, dass es schneit und dazu sagt man im Koreanischen Duni wayo. Es schneit. So, dann der Ausdruck von heute noch einmal. Eine kleine Wiederholung und zwar 날씨가 좋아요. Das Wetter ist schön. Das hat uns Chongyun von DKZ vorgestellt. Dann wurde noch Malgajo genannt, wenn es klar ist. Aber wenn es regnet, sagt man dazu Pigawayo. Genau. Und wenn es schneit, sagt man 눈이 와요. Das war's dann wieder für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Koreanisch lernen. Tschüss, Tschüss, bis bis zum zum nächsten nächsten Mal. Mal.